Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von UFC 2. Und wir gucken mal an den Kampfangeboten nach. Also gucken, was wir heute machen. Wir nehmen. Nein. Wir nehmen ihn hier. Wir wollen den Dicken hier. Das interessiert mich mal. Und wir können natürlich weitermachen. Attribute. Achso, hier kann man nichts machen. Entschuldigung. Jetzt habe ich geirrt. Techniken. Ich will gerne mal. Uppercut. Und nehmen wir den gleich zweiten Stufe 2? Nö, wir bleiben erstmal bei Stufe 1. Gucken wir mal, Twitch gerade. Okay. Keine. Was können wir hier machen? Punch. Der was? L1, Viereck und Dreieck, so. Oh Gott. Kicks. X und den gleichzeitig. Ach du Scheiße. Naja, aber wir machen erstmal das hier. Machen wir den hier. Stufe 1 natürlich. Gehen wir nochmal weiter hoch. Tornado Kick. Die will ich auch haben. Genau. Switch. Alter, hier gibt es so viele Sachen, Leute, ne? Komm, den nehmen wir auch noch. Mache ich den? Gleichzeitig. Oh Gott, ob ich mir das alles merken kann. Training fortsetzen natürlich. Bewegung machen wir mal ein bisschen. Punchgeschwindigkeit. Stand. Hier, Punchgeschwindigkeit, das muss das immer simulieren natürlich. So, das muss unbedingt besser werden. Wir machen das nochmal. Also ja, sagen wir mal. So, 60, 61, das ist doch schon mal gut. Takedown, das könnten wir auch noch mal höher machen. Na, so. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Fight Card. Ja,
Ach, wir hätten ja noch unser Spiel noch anders machen können. Und als nächstes ein Fight im Schwergewicht zwischen The Doctor und Blood. Okay. Blood. Er ist jetzt auf seinem Walk-in zum Octagon. Wir kennen ihn als Kickbox-Spezialisten und davon möchte er mit Sicherheit auch im heutigen Kampf eine Menge zeigen. Wenn er den einen oder anderen seiner tollen Kicks ins Ziel bringen kann, dann kann er sich den Sieg sichern. Ja. Man hört auch richtig, wie er die Treppe hochgeht. Ja, ich bin mal gespannt, was sie zu dem anderen sagen. The Doctor, er ist auf dem Weg ins Octagon. Entschuldigung. Ein herausragender Boxer mit großartiger Technik. Boxen wird im MMA-Sport oftmals unterschätzt. Viele können es nicht richtig einschätzen, wie viel tatsächlich hinter Schlägen und Kombinationen steckt, wie er sie zeigen kann. Das ist der Fett. The Doctor. Jetzt im Kampf gegen Blood. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Schwergewichtsfight. Okay, ich habe ein bisschen mehr Reichweite als er. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the heavyweight division. Introducing first, Okay. This man is a kickboxer. Holding a professional record of 3 wins, no losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Munich, Germany, Walker. And now with his opponent. This man is a boxer, holding a professional record of 11 wins, 2 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 221 pounds. Fighting out of Manchester, England, The Doctor. Okay. And with the action begins, our referee in charge, Dan Mergliotta. Und das ist Dan Mergliotta. Oh Gott. Er ist heute unser Referee. Es kann losgehen. Oh ja, da war der Leckkick. Oh, geil. Oh ja, und Kick zum Kopf. Oh. Super Block. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Oh, schöner Kick zum Körper. Oh. Er steht wieder. Oh, ich mach zu viel. Schöner Roundhouse-Kick, aber daneben. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Ganz ruhig. Ah, der Kick geht daneben. Da ist der Frontkick zum Kopf. Sieht schon geil aus, ne? Sauberer Inside-Leg-Kick. Ja, schöner Haken zum Kopf. Okay, ganz ruhig. The Doctor weicht dieser Rechten aus. Er fängt sich eine rechte Gerade ein. Kick zum Kopf, aber zu unpräzise. Ah, der Kick zum Kopf hat gesessen. Okay, das war ein bisschen schwach, oder? Guter rechter Punch. Da war der oh, oh. Schöner Inside-Leg-Kick. Oh, stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Oh, oh. Oh. Jetzt artet es in eine wilde Prügelei aus. Was für Kicks.
Ganz ruhig, ganz ruhig. Und da war der Kick zum Ball. Er schafft es wieder. Irgendwie kriege ich das andere nicht mehr hin. Guter Körpertreffer mit diesem Kick. Ah, der Jab geht daneben. Klasse Punch, da ist der Treffer. Was für ein toller Leckkick. Schöne Aktion, da war der Punch. Was für ein Treffer. Oh, ein Kick mit aller Gewalt, aber knapp daneben. Oh, Alter, ich verkacke jetzt gerade. Oh ja, guter Körpertreffer, da war der Haken. Noch 30 Sekunden. Klasse Treffer mit dem Haken. Oh, jetzt komm schon. Der Headkick landet im Ziel. Und noch ein klasse Kick. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Gut gemacht. Das ist das Ende der ersten Runde. Oh Gott. Ich habe viel zu viel rum, glaube ich. Ja. Ich albere viel zu viel rum. Okay, Runde 2. Keine schlechte erste Runde, würde ich sagen. Oder siehst du das anders? Nein, das stimmt schon, vor allem, weil sie auch erstmal in den Kampf reinkommen mussten. Und eine Overhand zum Kopf. Ah, der Treffer zeigt Wirkung. Ganz ruhig. Starker Tritt zum Körper. Ja, da ist die Spinning Back. Oh, yeah. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Was für eine linke Klasse. Oh, ein starker Kick, aber leider daneben. Ein gewaltiger Kick zum Kopf. Oh, der Kick landet am Kopf. Ja, er geht wieder zum Kopf. Geht jetzt links herum. Oh Mann, sieht aus, als hätte er links eine Prellung. Und sie beenden den Clinch. Ja, der Kick landet genau am Kopf. So, jetzt komm. Oh, ein starker Kick. Guter Haken. Die linke kommt voll an. Oh, oh. Ganz ruhig. Wahnsinn, was für ein Headkick. Oh, oh. Ganz ruhig. Starker Angriff zum Kopf, er ist genommen. Ganz stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Starker Angriff zum Kopf. Oh, oh, der hat Kraft. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Ganz starker Kick. Oh, oh. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Ja, die linke kommt. Gute Gerade. Wow, die rechte hat gesessen. Geht in die Full Guard. Komm schon. Hoch. 20 Sekunden in dieser Runde. Jetzt setzt er ihm richtig. Und jetzt sucht er seine Chance. 10 Sekunden noch. Klasse Rechte. Und das ist das Ende der zweiten Runde. Oh, schade. Gucken wir mal, wie er aussieht. Hat ihn gerettet, der Gong. Okay. Ja, wir haben in dieser Runde schwere Treffer auf beiden Seiten gesehen. Oh ja, das sieht doch schon mal gut aus für uns. Da haben wir Carly Baker. Sie kündigt Runde 3 an. Wir kommen in die dritte Runde dieses Titelkampfes.
zum Pop. Wow, ein heftiger Kick. Ja, schöne Gerade. Och, was für eine Füßeschlägerei. Oh, Leute. Kleiner Cut natürlich und... Was für ein Headkick. Oh, schöner Kick zum Körper. Okay. Ja, ja, ist okay, ist okay. Okay. The Doctor mit dem Fehlschlag. Die Linke geht vorbei. Exzellenter Sweep jetzt. Oh, oh, da wechselt er in die Full Mount. Er ist in der Half Guard. Wir sind im Clinch. Tie. Jetzt geht es darum, die Kontrolle über den Clinch zu erlangen. Komm schon. Der Clinch ist vorbei. Schöner Kick. Da ist der Körpertreffer. Ja, guter Inside-Leck. Beide mit offenem Visier. Oh, diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Wow, starker Kick zum Kopf. Gute Technik. Oh, der Kick tut weh. Starker Haken. Sauberer Handkick. Ein starker Handkick. Oh, nochmal. Oh, da war viel Wucht hinter dem Kick, aber er war zu ungenau. Komm schon. Ja, Kick vom Kopf. Oh. Das ist jetzt die letzte Minute in diesem Kampf. Oh, der Headkick landet im Ziel. Starker Kick, aber die Deckung steht. Oh, ein Roundhouse-Kick. Schöne Kicks. Oh, voll auf den Körper. Der Jab kommt an. Und wieder kein Take. Starker Kick zum Kopf. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Oh, sie müssen die Entscheidung den Punktrichter überlassen. Was für ein großartiger Kampf. Hier kommt die Wiederholung. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Die Entscheidung steht fest. Wir übergeben das Wort an Bruce Buffer. Oh, er hat gewonnen. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges score this contest 9-28. For the winner by unanimous decision, Walker! Blood! Oh. Mit einem klaren Sieg durch einstimmige Entscheidung. Okay. Ja, Leute. Das war's das für heute. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt UFC. 45.000, gut. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat natürlich und wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wäre echt klasse von euch. Und mal gespannt, wie es so weitergeht. Wir können auch noch irgendwann mal noch mehr ausprobieren, aber erstmal machen wir die Karriere. Und dann gucken wir, was noch weiterkommt. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.